Cornelia, wir sind am Ende vom Retreat angelangt. Wie geht's dir jetzt? Ja, super gut. Erleichtert. Erleichtert? Ja. Was hattest du dir denn gewünscht, als du das Retreat gebucht hast? Dass ich eben vieles hier lassen kann, was mir zu schwer geworden ist über die ganze Zeit vorher. Was hast du denn für ein Business? Was machst du? Ich bin Berufungs- und Mindset-Coach. Und ich helfe Frauen und Männern, die von der Erschöpfung bedroht sind, wieder in ihre Kraft zu kommen und wieder stärker im Leben zu stehen. Was für ein schönes Business. Hast du das vorher schon gemacht oder ist das etwas, was du jetzt hier Das habe erarbeitet ich hast? hier ganz gut nochmal neu erarbeitet. Ist noch ein bisschen breiter geworden. Das, was ich vorher gemacht habe, war nicht ganz so viel. Also es ist jetzt noch weiter geworden. Ich habe mich hier geöffnet für neue Möglichkeiten und habe das hier mit einfließen lassen. Sehr, sehr schön. Was hat dir denn da dabei am meisten geholfen? Ich muss sagen, am meisten hat mir geholfen die Natur hier draußen, weil es so, weil man so verbunden ist, weil man so durch die kleinen Einheiten, also vom Wohnbereich auch, dass man gleich raus draußen in der Natur ist, wenn man die Tür aufmacht und auch sich viel in der Natur aufhält. Und das Meer natürlich gehört auch dazu. Also einfach der Platz ist wunderschön. Wie empfandest du es denn, in der Gruppe zu sein, also mit den anderen Frauen gemeinsam deine Themen zu bearbeiten? Es war für mich eine Herausforderung, weil ich es gar nicht gewohnt war, weil ich bin so ein totaler Einzelgänger. Ich mache immer mein Ding und gucke nicht nach links und rechts. Ich helfe zwar schon vielen Menschen, aber so in der Gruppe, das bin ich gar nicht so gewohnt. Also auf dem beruflichen, so von vorher, ist, man tauscht sich vielleicht mal ganz gezielt aus, aber so in der Gruppe zu arbeiten, das kenne ich nicht so. Und es war für mich eine Herausforderung. Und wie hast du es gemeistert? Ja, das sind auch schon mal die Tränen geflossen in den Prozessen und musste ich einfach lernen, mich ein bisschen zu öffnen, umzustellen. Und ich glaube, was einfach ganz viel hilft, ist diese Vulkanenergie hier. So, das kommt halt alles raus, es lässt sich nichts verbergen. Und ich kann nur jedem empfehlen, den Platz mal wirklich wahrzunehmen und zu spüren. Ich glaube, dass sich Prozesse hier einfach leichter öffnen und eben auch bewerkstelligen lassen. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Gruppenarbeit, wie empfindest du es jetzt? Also was hat sich dadurch verändert? Also ich fühle mich viel stärker in mir selbst committed. Also ich fühle mich wirklich fester in meiner ganzen Person und auch vielleicht besser geerdet als vorher, aber auch geklärter, klarer, klarer. Sehr, sehr schön. Und was passiert jetzt, wenn du nach Hause kommst? Ja, ich habe mir schon ein bisschen was aufgeschrieben. Also ich werde einfach Ursachen setzen, die mich dann, wo auch wirklich dann zu sehen ist, was passiert ist, weil es ist wichtig, dass man das dann auch zeigt nach draußen. Also das heißt, ein neues Video drehen, mein Programm vielleicht noch, ja, das ist ja schon da, einfach das vielleicht nochmal eruieren, ob da noch was verbessern kann. Aber im Grunde genommen kann ich das einfach, kann schon so rausgehen und das um mich zeigen. Mich zu zeigen ist wohl das Wichtigste überhaupt. Ja, weil wir haben gesehen, du hast alles in dir, alle Ressourcen da, hast es zum Teil auch schon umgesetzt. Und es geht eigentlich bei dir nur darum, es zu machen und dich zu zeigen, dich sichtbar zu machen. Aber das ist jetzt nach den gelösten Themen doch nicht mehr so schwer, oder? Nein, das ist überhaupt nicht schwer. Und es ist auch wichtig gewesen, sich die Zeit mal hier für sich selber zu nehmen, weil man durch den beruflichen Alltag überhaupt immer die Zeit fehlt. Und man nimmt sich mal vor, ach, heute mache ich ein Video, heute gehe ich nochmal dabei und das klappt immer nicht. Und hier nimmt man sich ja ganz bewusst diese Zeit, um das Ganze anzugehen und dann funktioniert es auch wirklich. Also das ist, man braucht mal einen richtigen Raum dafür und auch eine Zeit dafür. Und das klappt gut. Sehr, sehr schön. Wie hast du denn die Zusammenarbeit mit Huberta und mit mir empfunden? Wow, ich fand euch sehr miteinander, wie soll ich sagen, wie in einer Symbiose. Und Roberta ist noch sehr lustig dazu. Also das finde ich auch sehr witzig, dass Ja, das immer ist zum sie. Lachen bringt in den verrücktesten Situationen. Ja, also das ist ein ganz symbiotisches Team, kann man sagen, sehr ergänzend. Und ich glaube, das, was du nicht hast, das gibt sie und umgekehrt. Und das, denke ich, ist eine
ist eine tolle Kombination. Es macht auch Mut für Kooperation, denke ich mal, wo man es auch immer so denkt, ah, das mit anderen Frauen, man hat auch mal so ein bisschen Vorteile. Mal zu sehen, dass sowas wirklich auch funktioniert, finde ich auch sehr schön. Es macht Riesenspaß, mit Huberta zu arbeiten. Du hast ja gesehen, was dann weitergeht. Uns kommt keiner aus. Ja. Und wie fandest du es hier auf der Finca? Wie hat dir die Gastgeberin ein Beitrag sein können? Ja, die ist sehr liebevoll und sehr kümmert sich um ihre Gäste. Also hat mir mal was besorgt, weil ich hatte mir mein Ladekabel ist mir leider gebrochen und da hätte ich nicht mal mehr zurück telefonieren können, weil ich meine Nummer da nicht im anderen Handy gespeichert hatte. Und da war sie so nett und hat mir das mitgebracht, wie es in der Stadt war. Also ja, ich fand es aber auch so toll, was mich so beeindruckt, dass sie so eine sportliche Frau ist und so viel wuppt. Das fand ich jetzt richtig, richtig toll. Sollen wir verraten, was wir gestern gemacht haben? Kannst du nicht sagen. Na, ich nicht. Ich? Gestern, wo sie das gezeigt hat, soll ich davon erzählen, was sie gemacht hat? Nö, aber was war gestern so deine neue Erfahrung mit den Frauen in der Gruppe gestern Abend? Gestern haben wir getanzt und gefeiert. Ja, Ja. ja. Und glaubst du, dass das wichtig ist fürs Business? Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Auf jeden Schon, Fall, gell? auf jeden Fall. Musik, tanzen, ausgelassen sein, was Verrücktes mal machen. Es war wunderschön zu sehen, wie du und wie sich die anderen Frauen jeden Tag mehr geöffnet haben. Und gestern Abend haben wir so richtig gefeiert, Leute. Wir haben es so gefeiert. Und auch unsere Corinna, die hier die Gastgeberin ist, war ein Teil davon und unser Koch. Und für uns war das total wichtig, auch die Leute, die hier so eine Unterstützung sind, auch unsere Putzfrau, sie alle mit einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam unseren Durchbruch und unsere Erfolge zu feiern. Also alles, was hier entstanden ist. Und es war wunderschön, dass du hier warst, jetzt die letzten Tage mit uns verbracht hast und ein Beitrag für diese Gruppe warst, mit all deinem Wirken und auch immer den Raum schön mitgehalten hast, wenn die anderen Frauen gerade ihre Themen gelöst Genau. haben. Vielleicht nochmal interessant für die Zuhörer, weil es passiert immer wieder, dass wenn Themen von anderen also im Prozess sind, dass man sich selber, also man sagt, merkt, dass an selbst einem auch gearbeitet wird und dass man denkt, oh, jetzt brauche ich es gar nicht mehr lösen, ist jetzt auch gelöst worden gerade. Genau. Das fand ich so genial. Sehr schön. Danke dafür. Und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg für zu Hause, für deine Umsetzung und sind ganz gespannt, was du so rückmeldest, denn wir bleiben natürlich in Kontakt. Keiner bleibt alleine, wenn er aus dem Retreat nach Hause kommt. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze umgesetzt wird, was du hier erarbeitet hast. Eins muss ich noch sagen, du bist ein wow, ein besonderer Mensch und ich finde es so toll, wie du das hier überhaupt alles in diesen kurzen Zeiten, ich sage jetzt von dieser Auswanderung bis jetzt, also ich finde es phänomenal, was du machst und dass du dich nicht beirren lässt. Danke. Weiter so. Du bist so ein Goldschatz.